Und nachdem die letzte Folge jetzt nicht so gelaufen ist, wie sie eigentlich sollte, bin ich eigentlich fündig geworden. Es war ein bisschen verwirrend, aber ich hatte ja eine Sicherung gefunden und natürlich hatte ich so überlegt, ich hatte auch irgendwo einen Sicherungskasten gesehen. Das war da zum Anfang, also der macht mir irgendwie nervös mit seiner Axt. Ja, natürlich, es war in diesem Raum, den man natürlich auch aus der Demo kannte, und hier ist dieser Sicherungskasten. Also ich ahne wirklich schon Böses. Wir haben Mia jetzt schon zum zweiten Mal so fast gekillt, ne? Eigentlich müsste sie schon längst tot sein, aber trotzdem, ihr Geist lebt immer noch und er schwört hier ums Haus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir wirklich auf den Dachboden gehen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schlimm für uns ausgehen. Wir haben jetzt die Sicherung genommen und ja, ich werde sie jetzt einfach einlegen und aktivieren. Natürlich, falls ihr euch jetzt gefreut hättet, dass wir jetzt Licht haben. So ist es natürlich nicht. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Oh. Natürlich nicht. Wir haben die Sicherung für die Treppe im Dachboden errichtet. Was? Warum denn immer auf die Hand? Oh Gott! Was machst du mit mir? Ich lieb dich doch! Ich weiß doch, dass du auf Fesselspiele stehst, aber... So der Maß... Was? Ich mag dich doch auch! Das hätte jetzt wirklich nicht sein sollen. Oh. Meine Hand. Mein Arm. Oder was davon noch übrig ist. Wieso immer auf meinen Arm oder auf meine Hand? Was bist du für ein Mensch? Ich glaube, wir können jetzt mit unseren so halb... ganzen Arm uns jetzt auf den Dachboden begeben. Ich drück da jetzt einfach mal rauf, obwohl da jetzt nicht passiert, oder doch. Müssten wir nicht schon längst irgendwie, naja, weggesprungen sein oder tot. Aber eins fällt mir so auf. Erstens, warum verblute ich nicht? Warum sterbe ich nicht? Und zweitens, warum hat dieses beschissene verrottene Haus zu eine dermaßen gute Technik. Man drückt da auf den Knopf und auf einmal kommt da, ich weiß nicht, eine elektrische Treppe runter. Okay, wir gehen jetzt mal hoch und warten jetzt mal entspannt irgendwie darauf, was uns jetzt hier als nächstes so gefährt. Also, eins kann man sagen, ich kann mich jetzt höchstens noch mit einer Hand wehren. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so weiter schlimm. Ach, guck mal. Aber nun ja. Wir können das jetzt leider auch nicht ändern. Ich befinde mich jetzt hier in einem Raum. Oh, cool. Pistolenmunition. Ich hoffe, wir können jetzt unsere Achsen jetzt auch noch in die Hand nehmen. Also das würde ich mir jetzt sehr wünschen, wenn das geht. Wir haben sie in der Hand schon. Okay, dann können wir diese eigentlich auch wieder ausrüsten. Dann zerschlage ich erstmal ein paar Kisten. Das mag ich auch schon mal sehr, sehr cool eigentlich. Also das mag ich eigentlich, wenn man etwas finden kann, das einem noch irgendwie was helfen könnte. Hallo? Ich glaube, es ist niemand drin hier. Müsste man jetzt auch noch irgendwo eine Handfeuerwaffe finden? Ich finde jetzt nur eine Pistolenmunition, aber leider keine Waffe. Ich glaube, das wäre jetzt sehr, sehr brauchsam. Oh Gott. Was ist denn das hier? Ein paar Puppen für die Suppen. Ich hatte hier noch eine Tür gesehen. Vielleicht ist hier da die Knarre drin. Ach, guck mal, die ist sogar schon geöffnet. Das ist ja auch cool.
Nee, leider nicht. Ach, guck mal. Arzneimittel und eine Waffe. Das ist so eine Colt. Oh la la. Okay, gut. Warum liegen einfach so Waffen, dass sie... Oh, ich möchte nicht. Ich könnte mich allerhöchstens irgendwie ein bisschen klein machen und wehren. Ich hoffe jetzt wirklich darauf, dass es jetzt auch gut ausgeht für uns. So, ist das ein Ausgang? Ey, da regnet es. Wir kommen raus hier. Los, raus aus dieser Nervenanstalt. Bloß weg hier. Oh! Es ist mir. Ah! Die Kettensägenfrau schlägt wieder Alarm. Oh! Oh! Bitte komm noch zu mir. Ich liebe dich doch auch, Mia. Was ist hier gerade eben passiert? Warum darf ich diese Kettensäge nicht nehmen? Das vielleicht stärkste Gerät hier überhaupt. Ja, warum nicht Arzneimittel noch auf die Wunde streuen? Gott. Okay. Was? Was war das bitte schön gerade? Ich bin gerade irgendwie ein wenig... Ich weiß nicht. Hey, wir sind draußen. Hey, oder auch nicht. Jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er tut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Oh, Lukas! Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her. Bin ich. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht. Halt's verdammte Maul, Marguerite. Was hast du ihn gemacht? Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich bin nicht. Hab schon gegessen. Er ist es nicht. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Wo schneidet ihr mir das Messer hin? Oh. Hey, hallo Omi. Darf ich jetzt mich bewegen? Ah, natürlich.
Alter! Was sind das denn bitteschön für Leute? Was essen die da? Die stehen anscheinend wohl auf Arme und Hände. Laut meines Erachtens. Aber okay. Kann man natürlich auch verstehen, es gibt auch Leute mit anderen Wünschen, ne? Ich sehe es hier erstmal ein paar Schubler. Oh, Pistolenmunition. Das ist ja mein sehr nettes Schubfach gewesen. Es ist wirklich verdammt, verdammt krank. Muss man wirklich mal so sagen. Es ist ein Spiel, das es sich wirklich verdient, Horror zu sein. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Überraschung. Kinder-Ü-Ei. Eine sehr nette Kinderüberraschung für Erwachsene. Nun ja, also ich bin schon mal in... Ach, guck mal, Kraut. Cool. Erstmal in meinen sozusagenen Hauptquartier. Ich befinde mich hier gerade in einer zweiten Küche an diesem wirklich leckeren Festmahl an diesem Tisch. Ja, die nette Oma ist... bewegt sich auch noch. Okay. Aber nun gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und was dann noch auf uns zukommt, ja, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.